Moin, moin, liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Chromebook. In meiner heutigen Folge möchte ich mich mit dem Thema Bildbearbeitung auf einem Chromebook beschäftigen. Das ist ja ein sehr häufig genannter großer Kritikpunkt an Chromebooks bzw. von denjenigen, die noch nie ein Chromebook in der Hand hatten, gerne zu behaupten, ja, Bildbearbeitung, das ist ja gar nicht möglich auf dem Chromebook und deswegen ist das ja alles irgendwie riesengroßer Mist. Und ich möchte euch heute eigentlich aufzeigen, dass das auf Chromebooks auch möglich ist und dass es vielleicht sogar viel besser ist, gerade für euch, wenn ihr so, ich sag mal, Privatanwender seid, wenn ihr so im Amateurbereich oder semi-professionellen Bereich unterwegs seid, dass ihr eigentlich mit dem Chromebook kostenlos und vielleicht sogar viel besser unterwegs seid, als wenn ihr eine teure Photoshop-Lizenz beispielsweise euch kaufen müsst. Und ich möchte gar nicht vorab so viel sprechen, sondern möchte einmal direkt in Shutterstock einsteigen. Und das vielleicht nur vorab als Info an euch. Aktuell habt ihr bei Shutterstock die Möglichkeit, ein kostenloses Probeabo zu machen. Das habe ich selber relativ zufällig gesehen und bin somit auch auf die Idee gekommen, dieses Video hier zu machen. Und das wollte ich euch einfach nur noch mal sozusagen mit auf den Weg geben, dass ihr die Möglichkeit habt, da ein paar Bilder kostenlos runterzuladen. Wenn ihr das macht, vergesst bitte natürlich nicht, den Account dann direkt wieder zu kündigen, damit ihr da im Anschluss keine Kosten habt. Aber wenn ihr beispielsweise für private Projekte oder was auch immer ein paar Bilder sucht von Shutterstock, dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze für einen Monat einmal kostenlos auszuprobieren. Ich möchte jetzt gerne einmal anhand eines Beispielbildes von Shutterstock zeigen, was man eigentlich so in Richtung Bildbearbeitung auf dem Chromebook mit Bordmitteln machen kann. Dafür melde ich mich zunächst einmal an. So, nachdem ich nun angemeldet bin, haben wir hier die Möglichkeit, uns einfach mal ein Bild von Shutterstock auszusuchen. Jetzt haben wir hier schon direkt so ein paar vorgeschlagene Bilder. Und wir können ja einmal das hier auswählen. Das ist doch ein sehr schönes Vektorbild. Ein sehr schönes Porträt eigentlich. Und jetzt mal angenommen, wir wollen dieses Bild runterladen und wollen es im Anschluss bearbeiten. Was machen wir denn dann? Zunächst einmal, also ich habe jetzt diese kostenlose Shutterstock-Lizenz, die Probemitgliedschaft. Und somit habe ich jetzt aktuell, wenn ich auf Herunterladen klicke, noch zwei Downloads verfügbar und ein Download nur für dieses Video spendiere ich jetzt für dieses Bild. Also wie ihr merkt, ich scheue hier keine Kosten und Mühen, um euch zu zeigen, wie ihr auch auf dem Chromebook Bilder bearbeiten könnt. Dann bestätige ich hier den Download und das Ganze wird sofort runtergeladen. So, und hier sehen wir jetzt auch direkt, das Bild wurde heruntergeladen auf mein Chromebook. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das Ganze jetzt hier im Editor zu öffnen. So, und der Shutterstock Editor, der bietet auch einige Möglichkeiten, wie beispielsweise Hintergründe aus einem Bild entfernen und das Ganze transparent machen. Also hier haben wir schon direkt von Shutterstock ein Bildbearbeitungsprogramm, mit dem wir eigentlich diese Shutterstock-Bilder bearbeiten können oder auch in andere Formate bringen können. Also hier auf der linken Seite sehen wir beispielsweise das Originalformat. Wenn wir aber das Ganze bei Facebook hochladen möchten, dann haben wir hier schon andere Möglichkeiten, wie wir die Formatierung ändern können. Also Facebook-Titelbild, für einen Facebook-Link, für einen Instagram-Post hat man hier auch die Möglichkeit, Instagram-Story, Twitter, Pinterest. Also da muss man schon sagen, der hat Shutterstock sich schon einiges an Gedanken gemacht, dass man einfach so ein Bild runterladen kann und ja, ohne großartig viel nachzudenken, das hier schon in das jeweilige Format dann auch reinbringen kann. YouTube-Profilbild, YouTube-Kanal, Titelfoto, das ist auf jeden Fall ja, richtig anwenderfreundlich gelöst. Dann hat man hier natürlich noch weitere Möglichkeiten, Text beispielsweise hinzuzufügen. Man kann hier weitere Elemente hinzufügen. Also hier bietet Shutterstock bereits einige Dinge, um das Bild, was man gerade erworben hat, eigentlich zu bearbeiten und abzudaten. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht so viel Werbung für den Shutterstock Editor machen, sondern ich möchte allgemein über das Thema Bildbearbeitung sprechen. Und wie wir hier sehen können, also wenn man das Ganze bei Shutterstock machen möchte, was ja im Normalfall kostenpflichtig ist, dann hat man hier die Möglichkeit.
Aber mal angenommen, wir haben ein Bild und wir nutzen jetzt einfach mal dieses Bild hier. Es kann aber natürlich auch jedes andere Bild sein, was ihr gerne bearbeiten möchtet. Dann gibt es auf dem Chromebook auch eine weitere extrem spannende Möglichkeit, wie ihr das Ganze bearbeiten könnt. Und das, was ich euch jetzt zeigen möchte, das ist Photopea. Und Photopea, das ist ein online-basiertes Bildbearbeitungsprogramm. Und hier könnt ihr PSD-Dateien, ESP-Dateien und so weiter und so fort, also alles Mögliche an Dateien, also auch hier die GIMP-Dateien beispielsweise, PDF-Dateien könnt ihr bearbeiten. Ihr habt hier wirklich eine sehr, sehr breite Kompatibilität. Und ich weiß nicht, wie firm ihr mit Photoshop seid, aber wenn ich hier diese Leiste auf der linken Seite sehe, dann erinnert mich das Ganze doch schon sehr stark an die Funktionalität von Photoshop. Und wenn wir jetzt einmal schauen, wie das Ganze konkret aussehen würde, dann öffne ich jetzt mal das Bild, was ich eben bei Shutterstock heruntergeladen habe. So, und hier sehe ich dann direkt die Datei von Shutterstock als EPS-Datei, also eine Datei, die jetzt nicht unbedingt mit jedem Bildbearbeitungsprogramm bearbeitet werden kann, weil es eben eine Vektorgrafik ist. Und diese EPS-Datei, die nehme ich jetzt einfach mit dem linken Mausklick und ziehe sie auf Photopea rauf. Und jetzt sieht man hier oben den Ladebalken. Und er hat das Bild geladen. Und hier habe ich jetzt direkt in Photopea die Vektorgrafik drin. Und auf der rechten Seite sehen wir auch die verschiedenen Ebenen, also die einzelnen Bestandteile dieser Vektorgrafik. Ja, also er hat sie direkt so geöffnet, dass man auch einzelne Bestandteile hier einblenden kann, ausblenden kann, bearbeiten kann etc. Ich muss dazu sagen, ich bin wahrlich kein Bildbearbeitungsexperte, deswegen kann ich euch jetzt hier auch nicht die feinsten Kniffe von Photopea zeigen. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass Photopea einige Möglichkeiten euch bietet zur Bildbearbeitung. Das Ganze richtig gut und auch richtig einfach, also für jemanden, der jetzt nicht unbedingt Fotodesign oder Bildbearbeitung studiert hat, hier Bilder zu bearbeiten und das Ganze dann hinzubekommen. Und das Besondere dabei ist wirklich, dass es kostenlos. Also ihr müsst einfach auf photopea.com gehen und habt die Möglichkeit, dieses Tool zu nutzen, die Bilder zu bearbeiten und das Ganze dann auch über File zu exportieren, beispielsweise als PNG, als JPEG, als GIF und so weiter und so fort. Also hier auch noch viele weitere Möglichkeiten und sogar als PSD abzuspeichern, also auch als Photoshop-Datei. Man muss ganz ehrlich sagen, das richtige native Photoshop, also das richtige Programm, was auch richtig Rechenleistung erfordert, das läuft nicht auf dem Chromebook. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr gerade unterwegs seid mit eurem Chromebook und einfach ein Bild mobil herunterladen könnt oder wie auch immer, gerade mit dem Smartphone geschossen habt, dann auf Photopea geht, das da reinzieht und dann mobil bearbeiten könnt, ohne jegliche Kosten, ohne den Zwang, dass ihr das nur auf dem Gerät bearbeiten könnt, wo ihr jetzt die Photoshop-Lizenz installiert habt. Das ist doch auch ein riesiger Vorteil, oder nicht? Das ist aus meiner Sicht etwas, was häufig vernachlässigt wird. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen einseitig zu sagen, ja, man kann ja keine richtige Fotobearbeitung oder Bildbearbeitung auf einem Chromebook machen. Also ich für meine Begriffe werde wahrscheinlich niemals die ganzen Funktionen von Photopea ausnutzen können, weil ich einfach gar nicht das Know-how dafür habe. Ich würde jetzt mal die These in den Raum werfen, dass die meisten von euch, die so einfache Bildbearbeitung machen, mit Photopea locker auskommen. Also deswegen, wenn das Thema Bildbearbeitung für euch wichtig ist und wenn Photopea beispielsweise ausreicht für euch, dann ist aus meiner Sicht das auch auf einem Chromebook möglich und das ist definitiv kein K.O.-Kriterium für ein Chromebook. Wenn ihr aber im Professional- oder vielleicht auch Semi-Professional-Bereich unterwegs seid und unbedingt die Photoshop Pro-Variante benötigt oder ein sonstiges Bildbearbeitungsprogramm, was ihr auf eurem Windows-PC oder auf eurem Mac installieren müsst, dann ist ein Chromebook dafür natürlich jetzt nicht geeignet. Das ist mir einfach nur wichtig, dass ich euch in diesem Video einfach mal aufzeige, was möglich ist und dass auch sehr, sehr viel möglich auf dem Chromebook ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare. Wie seht ihr das mit der Bildbearbeitung? Würde das auch für euch ausreichen oder findet ihr diese Online-Bildbearbeitung generell unsinnig? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Ich habe auch noch viele weitere Videos produziert zum Thema Chrome OS und zu einzelnen Funktionen von Chrome OS. Schaut auch gerne in das Video zu den Vorteilen von Chromebooks. Darüber hinaus habe ich auch viele Unboxing-Videos zu einzelnen Chromebooks gemacht. Also wenn euch dieses Video vielleicht doch überzeugt hat bzw. euch die Bedenken genommen hat,
dass ihr euch doch ein Chromebook jetzt kaufen möchtet, dann ja, schaut euch gerne die Unboxing-Videos an. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video.